Hallihallo, ihr Lieben, hier ist die Abby. Ja, heute ist Mittwoch wieder ein Update. Und ja, die neuen Jorvik'schen Ohrpferde sind heute rausgekommen. Und ich werde mir heute eins kaufen davon, eins von den vieren. Und ich bin super gespannt. Ich habe sie mir noch nicht angeschaut. Und ja, wir machen das heute hier bei der Eline, weil, wie gesagt, die Abigail, wisst ihr, die ist ja leider gesperrt. Aber ich glaube, die Eline wird sich auch über ein so ein schönes Pferdchen freuen. Also bleibt dran, ich bin ja aufgeregt. Okay, ihr Lieben, wir schauen uns einmal das erste hier in Fort Pinta an, weil das erste finden wir nämlich hier in Fort Pinta. Hier lassen wir uns schon direkt mal spoilern. Und zwar dieses hier. Wir steigen einmal ab, wenn es klappt. Und ja, hier sieht man leider auch schon eins. Oh nein, ich will mich nicht spoilern lassen. Okay. Oh, das ist so süß. Schaut mal, das Jorvik'sche Ohrpferd. Wir dürfen jetzt hier nicht verwechseln. Die Ohrpferde, die wir eigentlich kennen, sind ja die gewesen, also das Shire-Modell und das Isländer-Modell, die sich ja verwandeln konnten. Oh Gott, er hat gegeben. Oh, ich komme aus dem Staunen nicht mehr raus. Das ist so süß. Ach Mensch. Ja, ich wollte sagen, das sind eigentlich keine Ohrpferde, also die wir eigentlich als Ohrpferde kennen, sondern magische Pferde. Das wäre noch wichtig zu erwähnen, weil die eigentlichen Ohrpferde sind nämlich die jetzt. Und die können sich nicht verwandeln, dass man das jetzt hier nicht verwechselt mit den magischen Pferden, ja. Und die bleiben auch scheinbar für immer, genau. Und ja, und die magischen Pferde bleiben ja nicht für immer. Gut, nur mal so viel dazu. Ja, das wäre jetzt hier der erste. Das wäre wohl der Mantelrappe. Ich habe mir die Farben von der Star Stable Seite angeschaut. Also, falls wieder irgendjemand meckert. Ist mir auch egal. Ich habe mir die Farben einfach auf der Starship-Seite angeschaut. Egal. So, wir bekommen den hier auf jeden Fall ab Level 1. Kostet 975 Starcoins. Warum das so ist, das sehen wir gleich, wenn ich eins davon gekauft habe. Den werde ich auf jeden Fall nicht kaufen. Und ich sehe gerade, sie sind sogar kältebeständig. Mensch. Oh, das ist toll. Ja, da haben wir Stärke plus 4, Disziplin plus 2 und Agilität plus 1. Wie gesagt, in Fort Pinta könnt ihr den kaufen ab Level 1 und da kann ja jeder schon hin. Ja, aber den werde ich nicht kaufen. So, ich würde sagen, wir gehen mal zu den nächsten. Und zwar müssen wir nach Whaledale, denn die nächsten, ja, oder die restlichen drei stehen in Whaledale. Das sind jetzt hier die ersten Farben. Da müssten dann noch, ja, ich weiß nicht genau, wann noch andere Pferde kommen. Aber das sind halt jetzt eben erstmal die ersten Pferde. Und ich sehe gerade, ich kann mich nicht nach Wilde transportieren lassen. Gut. Okay, dann gehen wir eben nochmal raus. Da muss ich eben, ja, anders dahin kommen. Und da würde ich sagen, das sehen wir uns gleich in Wilde. So, okay, ihr Lieben, ja, wir sind jetzt hier in Wilde angekommen. Und hier haben wir auch eine neue Fläche hier, wo Pferde stehen. Oder beziehungsweise, ich bin mir gerade nicht sicher, sieht einfach nur jetzt anders aus. Also es ist nicht mehr dieser Stall, der stand, glaube ich, sonst hier, bin ich mir jetzt nicht so sicher. Oder nee, wartet mal, hä? Irgendwie ist das so ein bisschen verwirrend. Ja, naja, egal. Jedenfalls hier oben stehen noch die anderen drei Pferde. Ja, wie gesagt, hier in Wildil. Und da haben wir hier einmal den, ja, Mantelpalomino nennt sich der hier. Also laut Star Stable heißt der Mantelpalomino. Und dann haben wir hier, bei den beiden bin ich mir nicht so sicher. Einer ist der silbrige Mantel Schecke. Ich denke mal, das müsste vielleicht der hier sein oder der. Ich bin mir nicht sicher. Und ein Saphirgrauen Schecken. Also da bin ich mir nicht sicher, welcher davon das jetzt hier ist. Und was soll ich sagen? Ich bin absolut verliebt, ihr Lieben. Wir können das mal so angucken. Und wir haben hier diese Ohren hier oben, diese Pinsel da dran und diese grünen Augen und diese Animation und diese Mähne bewegt sich und die Zunge und ich kann nicht sagen, ich bin geflasht. Ach Mensch, guckt mal, das sieht einfach so süß. Ach Menno. Das ist so süß. Ach Mensch.
So, guckt mal, das sieht doch wunderschön aus. Sie sind auch so ein bisschen, ja, dicker und die ist auch diese Anime. Also ich finde so in den Pferdengestalten sind die echt sehr gut geworden, hier Star Stable. Und was soll ich sagen? Ich kann nichts mehr sagen. Ich bin bei jedem neuen Pferden, die hier reinkommen, einfach nur begeistert. Ja, es sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Was wir hier gleich noch haben, das sehen wir gleich, wenn ich das Pferd gekauft habe. Ich bin mir nur noch nicht sicher, welches ich kaufe. Ich denke mal fast, dass es der hier wird. Aber wir schauen ihn erst mal kurz an. So sehen wir wenigstens ein bisschen was, weil hier schon sehr viele dastehen. Die haben auch so ein bisschen dickere Hufen hier unten. Das sieht auch alles so ein bisschen dicker halt aus. Aber ich weiß nicht, welches ich nehmen soll. Ich denke mal fast, dass ich den hier nehmen werde. Ja, der sieht auch sehr schön aus. Und dann haben wir halt noch den hier. Und der hat auch noch eine Besonderheit. Ach, das sieht ja süß aus hier oben, diese Struppel da dran. Oh, schaut mal, er gähnt. Ach Mensch. Oh, ich kann nicht mehr. Okay, wir versuchen mal ein Foto zu machen. Ist das süß? Oh, das ist so süß. Ja, wir können nämlich auch hier hinten die. Ja, den Schweif ändern, aber ah, das sieht auch schön aus hier mit diesen blauen Strähnen hier drin. Wie gesagt, es kommen eigentlich auch noch mehr Farben. Ja, was echt, sorry, ihr Lieben, ich kann einfach nichts sagen. Das ist einfach nur so süß. Ach Mensch, ich weiß überhaupt nicht, welches ich dann jetzt nehme. Ich würde, wie gesagt, ja, fast sagen, ich nehme den hier in der Mitte, weil. Ach, wisst ihr was? Ich werde ihn nehmen. Ich werde ihn kaufen. Das ist so süß. Ja, wie gesagt, wir haben hier auch, also diese drei sind ab Level 9 zu haben. Bekommen wir ja, wie gesagt, in Whale Dale. Ich möchte am liebsten alle kaufen. Ja, und ich rede zu viel gerade. Sorry. Ja, gut. Okay, also wir haben hier Stärke plus 4, Disziplin plus 2 und Agilität plus 3. Haben wir hier wieder Kälte beständig. Sehr, sehr gut, finde ich das. Und wir haben hier die Hufeisen ohne Werte, wie immer. Ja, wie gesagt, 975 Starcoins ist wirklich ein hoher Preis, aber wir werden gleich noch was sehen. Ich finde den Preis gerechtfertigt, muss ich ganz ehrlich sagen. Gerade auch diese ganzen Animationen und so, ja. Wir drücken auf Pferd kaufen, oh mein Gott. Okay, wir nennen das Pferd übrigens auch, beziehungsweise, also wir sagen hier Jorvik's Urpferd dazu und aber. Im Englischsprachigen heißt das Jorvik's Wild Horse. Deswegen würde ich es Wild nennen. Wild Power wäre perfekt, glaube ich. Nö, das lassen wir direkt so. Wild Power finde ich eigentlich ganz gut. Wenn ich nicht doch noch. Nee, wir machen Wild Aura. So, da haben wir auch schon einen Namen. Wild Aura, den nehme ich. Oh, perfekt. Glückwunsch zu deinem neuen Pferd. Oh Mann, ich freue mich so. Ja, was ich mal wissen möchte, ist, ob wir das jetzt eigentlich satteln können. Ach, ich glaube schon. Die hatten ja, glaube ich, auch gesattelte Pferde, ja. So, da würde ich sagen, gehen wir mal in den Stall und schauen uns mal alles ja an, was das Pferd hier so hergibt. So, ihr Lieben, ja, wir sind jetzt hier im Stall und schaut mal, hier ist das wunderschöne Jovigsche Ohrpferd und wir setzen uns mal drauf und es ist so wunderschön. Oh, guckt mal, das ist so schön. Wir machen jetzt hier keinen Sattel extra drauf. Oh, wie das läuft. Einfach nur genial. Ich werde jetzt gleich mal den Wildpferd-Modus anmachen, damit wir uns die ganzen Sachen gut angucken können, weil es ist ja ein Wildpferd. Und es hat ein Dickpo. Gut, dann machen wir mal den Wildpferd-Modus. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Wildpferd werden. Perfekt. Und andere Wildpferde anzeigen. Ups. War irgendwas komisch gerade. So, alles klar, da haben wir das auch erledigt. Jetzt würde ich sagen, können wir uns das Pferd mal richtig angucken. Also, so haben wir jetzt schon mal den Schritt. Oh, das läuft so. Wie sagt man dazu? Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt beschreiben soll. Es läuft so. Ja, mir fehlt irgendwie jetzt das Wort. Ich wollte irgendwie sagen, dieser Schritt läuft ist so edel. Naja, nicht edel, sondern so. Ah, schaut mal. Keine Ahnung, kann ich mehr erklären. Machen wir mal den Trab. So, einmal den Trab. Auch diese Mähne, wie das so mitwippt. Ja, das ist so. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin begeistert, wie das aussieht. Sehr schön. Das federt so, ja.
Gut, dann machen wir mal den leichteren Galopp. Und da unten war gerade irgendwas. So, machen wir mal den leichteren Galopp. Oh, das sieht aber schön. So, genau, das ist ein bisschen schneller. Sieht sehr, sehr schön aus. Ich mache vielleicht mal hier so lang. Und den schnellsten Galopp, den wir haben. Oh, das ist auch so schön, weil die Mähne sich halt so bewegt. Bei mir leckt es hier leider gerade ein wenig. Tut mir leid. Ich versuche nur gerade mal hier so zu zeigen. Okay, ihr Lieben, ich würde sagen, wir machen mal den Sprung. Oh, das ist schön. Das gefällt mir richtig gut. Seht ihr das? Oh, sehr, sehr schön. Und wie diese Mähne damit hochgeht. Wunder, wunderschön. Okay, machen wir einen Sliding Stop. Jetzt haben wir es natürlich nicht gesehen, weil sie genau davor stand. Okay, dann würde ich vorschlagen, reiten wir mal dahinter. Es ist hier von hinten, von dieser Ansicht, so ein bisschen ungewohnt, finde ich. Aber nicht schlecht oder so. Ist einfach nur so ein bisschen, ja, ein bisschen neu. Halt irgendwie ein bisschen ungewohnt, ja. Bremsen wir mal mit dem Sliding Stop. Sehr schön. Oh, und das Steigen. Jetzt stand sie natürlich hier im Weg. So, nochmal. Oh, schön. Es ist so schön. Warte, was möchtest du? Willst du mich einfangen? Ja, Fragezeichen. So, okay, ihr Lieben, ja, wir können jetzt mal hier die neue Gangart ausprobieren. Das ist nämlich die Besonderheit. Wir haben hier eine neue Gangart. Wir müssen die Umschalttaste gedrückt halten, glaube ich. Wartet mal. Ah, alles klar. Die Umschalttaste gedrückt halten. Da haben wir diese, ja, diese Gangart, wie man sieht. Ich weiß jetzt nicht, wie es heißt. Wartet mal, ich kann ja mal kurz schauen. Misere oder so ähnlich, glaube ich. Ja, ich will auch jetzt nichts Falsches sagen. Ich glaube, so heißt das. Und wir haben noch etwas. Wir haben noch etwas ganz Besonderes. Es kann sich hinlegen. Schaut mal, ich drücke die Leertaste. Oh, das ist einfach nur. Was soll ich sagen? Es ist so süß. Also. Nee, ich find es sowas von niedlich. Also, das ist. Ich weiß einfach nicht, was ich sagen soll. Das ist so. Ach Mensch, ich könnte hier die ganze Zeit das rumreiten mit ihm. Und schade, dass die Abigail das noch nicht hat. Aber egal. Dafür hat es die Eline. Ja, sie bleiben ja. Sie gehen ja nicht wieder weg. Das ist ja das Schöne. Ja, seht das auch. Guckt mal. Können wir das nochmal machen? Oh, ist das süß. Sehr schön. Jetzt müsste es sich noch schütteln, ne? So, okay, ihr Lieben. Ich hoffe, euch gefällt das Jovikse Ohrpferd genauso wie mir. Also ich glaube, ich habe schon wieder eine neue Lieblingsrasse. Aber es fehlt ja noch was. Wir wollen ja noch die Frisuren angucken. Deswegen würde ich sagen, gehen wir noch mal zu Steves Farm und schauen uns mal die Frisuren an. So, okay, ihr Lieben. Ja, wir sind jetzt hier bei den Mähnen. Da können wir jetzt mal hier angucken. Wir können, wie gesagt, hier besondere Mähnen machen. Das passt irgendwie zu ihm überhaupt nicht. Nein. Okay, ja, also das ist, wie gesagt, die Standardmähne gefällt mir immer am besten, weil die sind einfach so normal, halt so, naja, nicht so neu gemacht, sage ich jetzt mal. Und also hier haben wir so eine Stehmähne, da haben wir auch noch diesen Bart dazu. Ah, sehr schön. Und wir haben auch hinten, ja, beim Schweif haben wir auch noch den so ein bisschen abgewetzt, sage ich mal. Das hat auf jeden Fall auch was ganz Besonderes, finde ich. Und schauen wir das mal von der Seite. Oh, das sieht auch so süß aus mit diesem Bart. Sehr schön. So, dann haben wir hier noch hier unten noch die. Da haben wir. Ach Mensch. Oh, schaut mal, da haben wir ja komplett buschig vorne dran. Aber ich finde irgendwie das hier immer noch am schönsten hier, weil sich das dann so, ja, so anders halt bewegt. Jetzt schaue ich nochmal ganz kurz hier. Da haben wir auch so ein kleines Herz vorne drin. Also hier jetzt mal einmal schauen. Da ist auch so ein kleines Herz so reingebogen. Seht ihr das?
Sehr schön. Jetzt gucken wir noch mal von hier hinten den Schweif an, was wir da so. Nee, da ist der Schweif noch mal. Das ist nur bei der Mähne hier. Ja, okay. Also, was soll ich sagen? Ihr wisst ja jetzt, was ich von den Pferden hier halte. Ich bin so begeistert und ja, ich weiß auch nicht, was ich sagen soll. Es ist einfach so schön, ja. Gut, okay, ihr Lieben, ich würde sagen, das war's jetzt mit dem Video. Schaut euch mal die Pferde an. Vielleicht könnt ihr euch ja auch eins kaufen. Da können wir hier mal einen Wildpferde-Livestream machen. Das fände ich auch mal sehr schön. Lauter Wildpferde dann im Stream. Das ist auf jeden Fall sehr schön. Hier vorne, das sieht auch süß aus, dass sich da das dann so mitbewegt. Ja. Oh, schaut mal, das ist so süß. Ja. Okay, ihr Lieben, wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe. Ja, wir sehen uns dann im nächsten Video oder Livestream wieder. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und bis bald, ihr Lieben.